Immer mehr Menschen möchten wissen, woher ihre Lebensmittel kommen, wie sie produziert werden und wie Tiere gehalten werden. Landwirten bietet dieses Interesse die Möglichkeit, ihre Produkte ohne einen Zwischenhändler direkt an den Kunden zu bringen. Familie Metzger-Petersen vom Biolandhof Backensholz setzt ganz auf die Direktvermarktung. 400 Kühe liefern die Milch für die hofeigene Käserei. In Handarbeit wird der Käse anfangs im Stundentakt gewendet. Nach Monaten der Veredelung und Reifung ist er dann im Hofladen, im regionalen Einzelhandel und über das Internet erhältlich. Dass die zeit- und personalintensive ökologische Herstellung ihren Preis hat, lässt sich am besten im direkten Kontakt mit den Kunden vermitteln. Ja, die Direktvermarktung ist ja in erster Linie auch nicht nur vermarkten, sondern in erster Linie auch aufklären. Den Bezug zur Landwirtschaft wiederherstellen. An den Verbraucher heranzukommen, ihm zu sagen, wie man arbeitet und versucht, dieses Schablonendenken, was teilweise herrscht, dass man das durchbricht und zeigt, was auf dem Hof passiert, wie wir arbeiten. Also transparent zu sein, das ist sehr, sehr wichtig. Landwirtschaftskammer und Landwirtschaftsministerium unterstützen die Direktvermarkter. In der steigenden Nachfrage nach regionalen Produkten sieht Minister Robert Habeck Vorteile für Kunden und Hersteller. Ich glaube, es ist der Wunsch nach Echtheit, der die Menschen auf die Höfe bringt. Und für die Bauern ist es natürlich super, dass sie aus dieser Falle, entweder aufzugeben oder ganz intensiv und industriell zu werden, rauskommen können. Insofern ist es eine echte Win-Win-Situation. Der Verbraucher weiß, wo das Geld bleibt und kennt die Geschichten und weiß vielleicht auch, wie sich ein Bauernhof anfühlt und wie es riecht. Und die Bauern kriegen ein bisschen mehr Geld, als sie sonst bekommen können. Die Verbraucher wollen, dass es den Tieren gut geht und sie artgerecht gehalten werden. Die Legehennen vom Land Ayos Angeln sind seit kurzem mit dem Hühnermobil unterwegs. Hier können sie selbstständig rein und rausgehen und haben immer frisches Gras zur Verfügung. Die Eier werden nach Größe sortiert, von Hand verpackt und von Familie Lass persönlich an Cafés und Einzelhändler im Umkreis von 20 Kilometern geliefert. Chefin Katharina schätzt die kurzen Wege. Also wir haben eine gewisse Vertrauensbasis bei unseren Kunden, weil sie eben wissen, wir machen das alles selber. Sie sehen uns bei den Lebensmitteleinzelhändlern selber unsere Eier in die Regale einräumen, können uns hier im Hofladen besuchen, können jederzeit unsere Stelle ansehen und können sich die Hühner ansehen, wie sie gehalten werden, was wir machen. Und das schafft Vertrauen. Und so baut man eben eine gewisse Bindung auf zum Kunden. Den Hofladen ihres Vertrauens finden Kunden natürlich auch im Internet. Das Portal gutesvomhof.sh bündelt die Angebote von über 100 Direktvermarktern.